Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei YouTubers Live. Helen und ich haben uns auf dieser Veranstaltung ein bisschen unterhalten, nett angefreundet und ich sage schon mal Tschüss zu ihr. Und dann gucken wir mal, wer ist denn noch hier? Das ist ein Koch-YouTuber, das ist Kochen und Kochen, Mode, alles klar. Der ist gar nichts, der will mal anfangen, Musik. Noch so einer. Den kenne ich doch, den Typen. Warum ist der hier? Ich will es nicht wissen. Habe ich ihm wohl freigegeben. Weiß ich wieder nichts von. Der wandert aus dem Bild. Kochen. Mode. Kochen. Wobei, zwei neue YouTube-Stars hätte ich, ja? Musik. Kochen. Also Gamer habe ich bis jetzt hier nicht so viele gesehen. Hier? Hier ist noch ein Gamer. Aber irgendwie kommt mir der bekannt. Achso, ne, kennen wir nicht. Naja, gut, komm, dann lassen wir bleiben. So, müssen wir noch irgendwas machen? Sollen wir noch einen Blog aufnehmen oder sowas? Jo, Hallöchen, ich bin ja auf der Veranstaltung und da können wir ja mal, das nehmen wir denn. Das nehmen wir ja. So. Wollte ich ja nur gesagt haben. Jetzt gäbe es da Punkte für, aber jetzt brauchen wir es nicht mehr. Dann nehmen wir doch einfach die Karte. Die Karte? Nein, die Karte. Wir brauchen ja vor allem hier, ne? Unterhaltung. 15 Punkte ist viel. 4 minus 2 ist nicht so gut. 7 geht nicht. Dann nehmen wir die. Dann gibt es wenigstens irgendwie Punkte. Oder wir nehmen die. Da gibt es mehr Punkte. So. Was haben wir denn noch? Ja, ja. Nichts Sinnvolles. Da bleibt ja eigentlich nur diese Karte hier über. Wir brauchen mehr Karten. Merkt ihr das? Plus 2. Die ist da schon mal ganz gut, glaube ich. Ja. Dann nehmen wir die. Dann haben wir schon mal 4 Punkte wieder. Sehr gut. Wir können ja eh nicht alles verwenden. Wir nehmen ja ganz, ganz viel auf, ohne da irgendwas von zu haben. Sowas hier können wir nehmen. Das würde es ein bisschen abmildern. So. Den. Wir kommen in die Nähe, aber wir haben auch nicht mehr so viel Auswahl. Also, wir müssten hier noch was machen. Nehmen wir die. Hm. Könnte nicht so gut enden, ne? Da kannst du doch nichts mal nehmen. Von den 4 Karten konntest du nur die eine nehmen. Alle anderen sind doch scheiße. Ja, auch wieder so eine. Ja, warum habe ich hier nur 2 Karten? Da wird doch nichts von genommen. Oh oh. Oh oh. Ja, ja, ich schneide das, wenn ich zu Hause bin. So, hi, geh mal weg. Wie, warte, bist du dran? Bist du, der soll abhauen, der Lackaffe. Wer ist denn das überhaupt? Koch-YouTuber oder was? Level 26, Luca, Musik. Hier, der soll abhauen, der alte Bremser. So. Sag mal, werd mal nicht so frech, ja? Noch bin ich hier der YouTube-Star. Schön arrogant. Ich gehe. Scheiß Präsentation. So. Puzzle, danke für das Erscheinen. Achso, ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwas wollte ich doch jetzt bearbeiten, aber ich habe ja schon was. So. Gibt 0 Punkte. Alles klar. Vlog zum neuen Spiel. Müsste mir das ja merken und das tue ich bekanntlich nicht. Mal gucken, wie lange das dauert, dann sollte der nächste Schritt eigentlich ausziehen sein, oder? Wo haben wir denn schön viel Punkte bekommen? Eigentlich nirgendwo, ne?
So. Irgendwie passt gar nichts, oder? Irgendwie passt doch alles nicht. Das ist das. Ich bräuchte irgendwas, was oben was hat. Das wäre der. Ach, das ist immer Kacke mit dem Schneiden. So. Ich kann das nicht ausgleichen. Ich brauche so eine Karte hier. Damit das halbwegs passt. Dann kann ich sagen, okay, ich nehme sowas hier. Dann ist die ausgeglichen. Ich nehme sowas hier, dann ist die ausgeglichen. Ne? Dann kann ich noch die Standarddinger kann ich ja immer nehmen. Geil ist das aber nicht. Ich habe auch immer noch nicht verstanden, was diese roten Dinger da an Nachteilen oder Vorteilen bringen. Vielleicht sollten wir das mal vorher austesten oder so. Keine Ahnung. Warte. Junge. Die wollen mich verarschen, oder? Jetzt brauche ich auch noch die CU. Was kostet die denn wieder? Kauf die mal eben, komm. Mal gucken, was die kostet. CU. Naja, wenn wir sie alle haben, ist ja auch nicht schlimm, oder? Habe ich sie jetzt gekauft oder nicht? Ach du Scheiße, jetzt darfst du noch nicht mal mehr das. Ja, was soll ich denn, was soll ich denn jetzt bitte machen? Sag mir doch mal einer. Was soll man in so einem Fall machen? Nee, du kannst nicht 1000 Konsolen haben. Das geht nicht. Ich habe eine Idee. Wie ging denn das mit dem Ausziehen nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen. Karten, Kanal, was nicht, ne? Das war mein Kanal. Interessiert mich nicht. Finanzen. Nein, interessiert mich auch nicht. Ich möchte ausziehen. Davon kann ich leben. Lade ein Anzocker-Video hoch. Das ist alles uninteressant. Gerade jetzt hier. Unternehmen Handy. Hinweise. Nö. Also, versteht er, ne? Das ist. Ich verstehe dieses Spiel immer noch nicht im Detail. Dein Zuhause. Das Penthouse, ne? Das wäre vielleicht ein bisschen too much, oder? Ein Loft. Mit einem Praktikanten. Das ist das, was ich zurzeit habe, ne? Genau. Luxus-Apartment.
Fühle ich mich noch nicht bereit für, aber... Eine Raumstation. Ja, ja, natürlich. Komm, wir ziehen um. Ne? Und dann gucken wir uns mal die neue Wohnung an. Kannst mit umziehen. Komm, wir gehen. Den Rest macht das Unternehmen. Ne, tut mir leid. Falsche Adresse. Ich wohne woanders. In diesem Zuhause erreiche ich einen der größten Ziele eines YouTubers. Ich wurde Teil eines Netzwerks, aber nicht nur Teil irgendeines Netzwerks, sondern Teil des besten Netzwerks. Natürlich musste ich ein paar Voraussetzungen erfüllen, um beitreten zu dürfen. 1 Million Abonnenten erreichen. Teil eines Netzwerks zu sein heißt mehr Geld durch Views, mehr Aufträge oder Hilfe bei der Mitteilung auf dem Kanal. Ich hatte die Wahl zwischen verschiedenen Netzwerken. Jedes hatte seine eigenen Vor- und Nachteile. Nach meiner Meinung war es wichtig, das Beste zu finden. Okay. Guck mal, das ist die neue Wohnung. Hier ist mein PC. Und wo ist dein PC? Lass uns mal nach oben gehen. Gucken wir mal die Bude an. Endlich mal ein vernünftiges Badezimmer, weißt du? Och, der ist aber auch schön hier. Alter, jetzt habe ich dem den PC aufgerüstet? Ach so, das ist ein neuer. Kurz. Ich wollte gerade losmotzen. Können wir dir was Gutes tun? Muss ein bisschen aufs Geld aufpassen, glaube ich, ne? Weil das Zeug ist bestimmt teuer. Vernünftige Kamera. Vernünftiges Mikrofon. Ja, die Kopfhörer bringen ja nichts, deswegen Final Premiere. Haben wir alles, ne? Handys haben wir, Kopfhörer. Ich sehe da keinen Sinn drin, weißt du? Ach, weißt du was? Immer das Beste ist gerade gut genug. Dann haben wir alles. Sehr gut. Wenn die Sachen geliefert werden, hast du wenigstens was Schönes. So, wir gehen wieder runter. Kann ich denn jetzt eine Konsole kaufen? Ja, ja, wir kümmern uns gleich drum. Oh, da ist er, der neue. So, jetzt geht's, siehst du? Man muss es nur an der richtigen Stelle machen. Hier, nimm mal ein Video auf, Junge. Haben wir denn irgendwas Schönes? Hier, mach mal den Athletik-Scheiß da. Ist ganz neu. Mach mal ein Preview. Du schaffst das. Vielleicht sollte ich doch erst abwarten, bis die ganzen Sachen da sind, ne? Ist vielleicht sinnvoll. Immer erst den Rechner einrichten, dann aufnehmen. Ich lerne da so neu irgendwann. Aber weißt du, das läuft ja alles so schnell hintereinander weg. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwann nicht hinkriege, irgendwas verpasse oder so. Haben wir es jetzt? Wie viel habe ich denn bestellt? Ganz schön frech, der Kurze, ne? So. Preview. Mach mal. Aber an deinem Rechner oben, ne? Du hast ja jetzt einen geilen. Hier, komm, wir richten dir den ein. Normale Auflösung gibt 3 Punkte. Popfilter bringt 2. Mono bringt 3. Ja, guck. Ist doch schon super. Ich habe dir die Konsole gekauft und weißt du, was ich in der Zwischenzeit mache? Lernen? Ich könnte meinen Kurs ja mal endlich fortsetzen, oder? 696.000 Abonnenten. Leck mich an die Füße. Das ist ja wohl geile Nummer, oder? Die ersten Eindrücke sind immer egal. Komm, wir machen weiter. So, und das nutzen wir. Und während ich hier so ein bisschen lerne, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns gerne zu einer neuen Folge von YouTubers Live. Wenn euch diese gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn es noch nicht gemacht hast, gerne auch ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.